Die nächste Begegnung deutet sich gerade an, der Combat Club Cologne Bonn gegen Panterei Luta Livre. Wird eine richtig spannende Begegnung, weil Panterei führt gerade die Tabelle an in der Gruppe A. Jawohl. Und auch der erste Kampf wird bestimmt schon direkt schön. Der Hoi Doan, der 65-Kilo-Mann der Panterei-Leute. Sehr schöner, dynamischer Kämpfer, macht sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Schön, guter Techniker und hat mich sehr beeindruckt bisher, was er gezeigt hat. Ja, Johannes Mohr für den Combat Club im Rash Guard, der jetzt gerade unten liegt. Ja, oh, die Guillotine scheint wieder sofort tief zu setzen. Arm innen, trotzdem zieht er durch. Oh, jetzt hat er gewechselt. Der Gable Grip. Ja, und hat auch den Arm vor der Schulter. Sieht gut aus, sieht so aus, als ob das dem Ende zugeht. Wobei der Johannes vorhin schon mal die Guillotine ziemlich gut verteidigt hat. Ja, muss man dazu sagen. In seinem Kampf davor ging es ihm ja ähnlich. Und da hat er die Guillotine auf diese Art und Weise auch ausgesessen. Und wie es aussieht, macht er das eben schon wieder. Und er ist raus. Wer hätte es gedacht? Schön prognostiziert. Erinnert ein bisschen an Hossi bei der Grappling-EM. Er war ja auch wirklich immer oft in der Guillotine und hat es immer wieder geschafft, da rauszukommen. Oder fast immer. Hier aber auch direkt wieder ein Kimura-Ansatz. Muss er jetzt aufpassen, dass... Jedoch hat er die Hände hinten geschlossen. Es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, die Arme jetzt zu öffnen. Wobei, jetzt hat er den Arm selber aufgemacht. Oh. Ja, schöner Sweep von Hoi. Ein Sweep von Hoi in die Mount während des Angriffs zum Kimura. Ja, Full Mount. Jetzt gibt es natürlich wieder massiv Punkte. Zurzeit steht es 4-0 für Panterei Luta Livre. Jedoch hat der Johannes jetzt sich direkt wieder die Half Guard gesichert und versucht, den Fuß anzugreifen. Jedoch befreit sich Hoi relativ fix aus dieser Situation. Ja, jetzt wartet er am Boden, will seinen Gegner ja auf sich springen lassen, um den wahrscheinlich von unten zu arbeiten. Also er scheint wirklich keine Probleme zu haben, ob es jetzt oben oder unten ist, das ist ihm egal. Jetzt geht er selber zum Fuß. Jetzt geht Hoi selber zum Fuß, versucht einen Straight Footlock und der sitzt auch relativ gut. Jedoch der Johannes scheint sehr viel Biss zu haben. So einfach klopft er nicht ab. Er kämpft, man sieht das Bein, rutscht immer so leicht wieder halb raus, dann greift der Hoi wieder um und fixiert es. Ja, er kämpft das natürlich klug, versucht immer schön das Bein runterzudrücken, um dann drüber zu steigen, damit der Footlock nicht sitzt, aber jetzt hat er ihn gesichert und... Das war dann wohl zu viel. Genau, und jetzt hat der Hoi es geschafft, den Fuß zu sichern und die Beine so zu schließen, dass er nicht mehr drüber steigen konnte und hat den Straight Footlock durchgesetzt. So, der nächste Kampf. Immer noch Combat Club Cologne Bonn gegen Panterei Luta Livre. Lom Ali, den wir vorhin schon gesehen haben. Sehr starker Mann, Ringer-Background gegen Tobias Blaschke von Panterei mit dem schwarzen Outfit. Ja, wieder ein klassisches Ringer-Grappler-Duell. Der Lom Ali hat vorhin natürlich mit wunderschönen Takedowns geglänzt. Und genau so fängt er eben auch wieder an, direkt unter dem Arm durchgetaucht, den ersten Takedown angesetzt. Leider wurde es dann abgebrochen vom Mattenrichter. Er sucht Kontakt, sucht sich seine Griffart zu sichern, damit er schön zum Takedown kommt. Jetzt wieder die Restarting Position in der Mitte, weil sie zu weit nach außen gekommen sind. Aber wie du gerade schon angedeutet hast, er reißt gerne am Arm. Und diesmal hat es was gebracht. Er hat die Arme runtergerissen und ist dann durchgetaucht und hat die Beine erwischt. Ja, hat schön angetäuscht, einmal angetäuscht. Als Tobias sich wieder aufgerichtet hat, ist er direkt reingeschossen zum Doppelbein und hat sich und jetzt ein wunderschönes Schulterrad mit ausheben, hat sich dabei aber in die Guillotine reingelegt. Jedoch sieht es so aus, als ob er es schafft, sich da zu sehen. Wobei, es wird sehr eng. Ich finde, sie sitzt sehr eng.
Ja, stark gemacht zum Slam für alle Wrestling-Fans vielleicht, die das gucken. Also ein Death Valley Driver kann man das wirklich schon nennen. Und, das ist der typische Ringerfehler, wenn Ringer zu selten grabbeln, tauchen sie mit dem Kopf zu tief rein. Das war auch eben wieder der Fall, was sie natürlich sehr angreifbar macht für eine Guillotine. Er hat einen wunderschönen Wurf hingelegt, ist aber mit seinem Kopf so tief reingetaucht, dass er natürlich sich eine Guillotine gefangen hat, aus der er sich leider auch nicht geschafft hat zu befreien. Ja, möglicherweise war der Gegner auch ein bisschen gestunt, wie die Engländer sagen, ein bisschen angeschlagen von diesem Death Valley Driver und dachte sich, wo bin ich gerade, und da hat er sofort umgegriffen, die Guillotine geholt, und ja, es ging wirklich sehr, sehr schnell. So, die nächste Begegnung, die beiden Kämpfer stehen schon auf der Matte, es ist Felix Paska vom Combat Club Cologne hier im weißen Rashguard und Markus Gröger auf ihm gegenüber im schwarzen Outfit von Panterai Luta Livre. So, Franco De Leonardis gibt das Zeichen, es geht los. Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Also man sieht auch hier, man muss nicht unbedingt zum Wrestling gehen oder zum MMA. Auch in der DGL gibt es spektakuläre Slams, wie man gerade im Vormatch gesehen hat. Ja, Slams, war kein Slam, weil Slams sind ja bei uns verboten. Es war ein hohes Schulterrad, ist nochmal was anderes. Da die Slams sind zu gefährlich und wir müssen halt ein bisschen darauf achten, dass wir hier keine Schwerverletzten haben. Und bei Slams, besonders bei nicht gut ausgebildeten Leuten, geht der sehr oft auf den Kopf, und das ist natürlich sehr gefährlich. Ja. Das kann von schwersten Wirbelverletzungen bis hin zum Knickbruch führen, und so Dinge müssen wir natürlich bei uns hier in der DGL ausschließen. Genau, da muss man das englische Wort wahrscheinlich jetzt mit dem Wurf übersetzen. Natürlich darf man bestimmte Würfe machen, wie gerade auch, sofern es nicht aufs Genick geht, wie du schon sagst, oder auf den Kopf. Und ja, safety first. Ja, auf jeden Fall, ja. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Wobei hier in der DGL als Slam die das auf die Matte hauen des Gegners aus der Guard meint. Ne? Also es ist natürlich erlaubt, einen harten Wurf auszuführen. Ne? Ja, es ist auch zum Beispiel alle auch zum Beispiel alle Slams in der Form von einem Back Suplex, solche Slams in dieser Richtung, die einfach durch ihre Höhe, in der sie ausgeführt werden, eine sehr große Gefahr für den Geworfenen darstellen. Und das müssen wir ein bisschen minimieren. Deswegen sind Dinge wie ein Piledriver, den man aus dem Wrestling heraus kennt zum Beispiel, die sind natürlich bei uns verboten. Und die wären im klassischen Ring, sind die natürlich erlaubt. Ja, auf der Matte geht es währenddessen eifrig weiter. Der Markus probiert hier gerade die Position zu erweitern. Das Bein hängt natürlich jetzt die ganze Zeit fest. Und er probiert natürlich es zu befreien, um in die Side Control oder eventuell in die Full Mount zu kommen. Mal schauen, ob es gelingt. Ja, Full Mount. Der Sweep gelingt nicht vom Combat Club Cologne Kämpfer. Und dadurch gibt es jetzt eben 3 Punkte. Es steht gerade 4-0. Für das Team Panterai Luta Livre. Ja, das ist natürlich ein sehr hoher Punktevorsprung, der nicht einfach sein wird aufzuholen. Jetzt muss der Felix natürlich sehr stark auf Submission kämpfen, da ihm die Zeit davonläuft. Jedoch sichert sich der Markus seine Position ziemlich gut. Er hat eine ziemlich gute Base, lässt sich da kaum bewegen und kaum aus der Ruhe bringen und setzt gemütlich seine Angriffskette fort und greift eben auch zur Guillotine. Also mit der Aktion hat er gerade schon die Full Mount geholt. Ich denke mal, es soll wieder ähnlich werden. Aber der Combat Club Cologne Kämpfer ist jetzt gewappnet und arbeitet von unten gut. Dreht die Position. Schön gemacht, schöner Sweep-Ansatz. Allerdings kriegt er nicht ganz durch. Markus war in der Lage, Markus war in der Lage, den Sweep zu... Nee, okay, ich habe mich hier vertan. Markus ist im schwarzen Outfit. Ja, genau, Markus war in der Lage, Felix seinen Sweep korrekt zu stoppen. Ja. Wurde ich hier durcheinander gemacht von meinem Kollegen. Liegt nicht an mir.
versucht er zum Bravo-Choke durchzusteigen, der Markus. Ja, aber... So, Franco De Leonardis, der Referee hat genug gesehen, hebt die beiden Jungs auf, will mehr Action sehen. Also beide Kämpfer scheinen ein bisschen, korrigiere mich, wenn ich vielleicht falsch liegen sollte, ein bisschen konditionell angeschlagen, machen die Moves, die Bewegungen allesamt ein bisschen langsamer. Und derjenige, der ein bisschen mehr Power da reinsetzt, mehr Kraft, der holt sich den dann. Und scheinbar steht es jetzt gerade 4-1 durch diese Aktion. Ja, ist natürlich auch schon die zweite Partie heute für jeden Kämpfer. Also es kann schon sein, wenn der Vorkampf recht hart war, dass sie da beide schon ein bisschen angeschlagen sind. Ja, die Punktrichter korrigieren hier gerade 5-0 immer noch. Und das aus. Fast getroffen mit diesem Wurf. Und ja, nichtsdestotrotz, schönes Match. 5-0 auf Papier, sehr souverän. In echt sah es um einiges enger aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sah auf jeden Fall in Wirklichkeit sehr eng aus. Allerdings war eben Markus einfach in der Lage, die Punkte zu scoren. Während Felix die ganze Zeit schön verteidigt hat, aber eben in der Verteidigung war. Ja, gleich geht's hier sofort weiter. So, Combat Club Cologne Bonn geht hier weiter gegen Panteré Luta Livre. Oscar Martina Costa hier im weißen Rashguard gegen Sven Wullen vom Panteré Gym. Oh, schöner Leg Trip. Aber keine Punkte von Franco? Nee, ist nicht hinterhergegangen und dadurch genau keine Position. Demnach geht es natürlich sofort weiter. Ist das allgemein ein Fehler? Also man sieht es hier ab und an, dass bestimmte Sweeps kommen, beziehungsweise so ein Bein weggezogen wird und dann wartet der Angreifer und schaut den Gegner einfach an, anstatt was zu tun und wundert sich dann, dass er keine Punkte kriegt. Also da muss man sich im Endeffekt ja nicht beschweren, wenn man nicht hinterhergeht. Das ist wohl richtig. Das fällt auch immer wieder auf, dass da in gewissen Situationen manchmal noch ein bisschen das Feingefühl fehlt, wo es manchmal Sinn machen würde, nochmal hinterher zu gehen. Man sieht es häufig, dass einer versucht, die Guard zu pullen, dabei auf den Rücken fällt, der andere einfach stehen bleibt, statt einfach mal hinterher zu gehen und dadurch sich einen Punkt zu sichern. Das kommt tatsächlich des Öfteren mal vor. Da fehlt noch ein bisschen das Gefühl für das Punktekämpfen, glaube ich. Ja? Und wo man einen geschenkten Punkt halt mal mitnehmen kann. Und ja. Ja, wie man weiß, kannst am Ende wieder an diesem einen Punkt liegen und ja, wie du gerade schon richtig erklärt hast, da sollte man jeden Punkt probieren mitzunehmen, ansonsten könnte es am Ende wirklich eng werden. So, Franco De Leonardis beschwert sich erneut, gibt Verwarnungen an die jeweiligen Kämpfer ab. Er will hier Action sehen und ich denke mal nicht nur er, sondern auch die Zuschauer und hoffentlich hat diese Verwarnung was genützt, dass die beiden Jungs jetzt ordentlich Gas geben. Ja, es sieht so aus. Es folgt auch ein wunderschöner Beinangriff vom Oscar. Ein schönen Single Leg, aber kein einfacher Single Leg, sondern einer, der über Kreuz gelaufen ist. Ein wirklich schöner Angriff. Jetzt sind sie beide in der Guard. Und der Sven versucht, aus der Guard zu attackieren. Jedoch hat der Oscar eine gute Base und sichert diese Base im Moment auch und versucht, seinen Pass aufzubauen. Mario, möchtest du nicht auch ein bisschen was klug scheißen? Ja, ich wollte gerade sagen, dass Oscar Martin hier wirklich probiert, keinen Punkt abzugeben. Das heißt, er hat eine sehr gute Kontrolle hier.
macht es den Sven wirklich schwer, da auch nur im geringsten Ansatz zu kriegen. Also selbst einen einfachen Underhook zu holen, fällt dir Sven sehr, sehr schwer. Jetzt muss er natürlich schauen, siehst du, da macht es Franco schon. Jetzt muss er nämlich schauen, überhaupt aktiv zu sein und nicht nur einfach nur alles zu blocken und oben drauf zu liegen, weil das ist Passivität. Wie wir es von der Grappling-EM kennen, da gibt es ja manchmal sogar Minuspunkte für. Also Franco in diesem Fall sagt, aufstehen und weitermachen. Ja, bei der Fila sind die natürlich sehr rigide und verteilen da sehr schnell Minuspunkte und meiner Ansicht nach manchmal auch in meinen Augen durch schlecht geschultes Schiedsrichterpersonal in die falsche Richtung. Jedoch werden wir in Zukunft natürlich bei diesen Dingen auch vermehrt Wert drauf legen, weil gerade viele Ringer, die jetzt bei uns Einzug gefunden haben in die DGL, die versuchen natürlich über den Wurf und folgende Passivität ihre Kämpfe zu gewinnen. Und da müssen wir noch eine gute Regelung dazu finden, wie wir da schneller agieren, dass nicht zu viel Zeit davon läuft und es dementsprechend den Grapplern zum Nachteil wird. Wie man hört, die letzte Minute läuft, genau. Die Stimmung heizt sich ein bisschen an. Es steht immer noch 1-0 für den Oscar vom Combat Club. Ja, und der Sven versucht wirklich mit viel Aggressivität aus der Guard, in der sie jetzt wieder gelandet sind, zur Submission zu marschieren oder noch einen Punkt zu machen. Aber der Oscar verteidigt nur sehr passiv. Selbst als die Guard offen war, hat er nicht probiert, irgendwie das Bein mal rüber zu schmeißen. Also da geht dann meiner Meinung nach auch der überschreitet man den Grad zwischen intelligenter Passivität und Passivität. Ne? Also ja, Frank. Nur kurz dazwischen, Franco Leonardis hat gerade den Punkt gegeben für diesen Takedown davor, also 2-0 steht es aktuell. Ja, also damit ich auch wieder ein bisschen klug scheißen kann, es war kein Takedown, es war ein Guardpull. Ah, hervorragend. Aus meiner Sicht sah es zuerst so aus, ich habe hier gerade einen Drucker vor mir und der erschwert die Sicht. Ja, das ist natürlich eine faule Ausrede. Aber gut. Drucker, ist schon ein Riesendrucker, ne? Von Lexmark. Oh nein, Fremdwerbung. Welches Modell? Da könnt ihr das vielleicht googeln, um die tatsächliche Größe des Druckers ermitteln zu können. Also an dieser Stelle... E323. An dieser Stelle, wenn Google fällt, würde ich euch raten, die Grappling EM mal zu googeln. Einfach schreiben Grappling EM GMP TV und euch die Videos nochmal anzugucken. Also wirklich tolle Matches dabei mit Star-Kommentar. Natürlich wieder Daniel Ackermann und unter anderem Malte Jansen, Franco De Leonardis, alle dabei. So, vielen Dank fürs Erste und ja, es geht gleich weiter. So, weiter geht's. Combat Club Cologne Bonn, hier im weißen Rashguard, der Thorsten Weiner. Den haben wir davor schon in Action gesehen. Diesmal sein Gegner Philipp Müller. Ja, Thorsten, rein optisch der wesentlich stärkere. Hat auf jeden Fall einen körperlichen Vorteil gegenüber Philipp. Schauen wir mal, ob er in der Lage ist, diesen Vorteil auszunutzen. Ja, sehr tief geshootet. Genau, viel zu weit telegrafiert, wie ja, du schon sagst. Ich wollte gerade sagen, dass er von ein bisschen zu weit hinten geshootet wurde. Er hat erst einen Schritt zurückgemacht, dadurch hat er halt ein bisschen telegrafiert, was Thorsten natürlich sofort gesehen hat und schön aussprawlen konnte. Hat er schön den Arm vor den Kopf gebracht und hat seinen Sprawl sehr sicher durchgesetzt danach. Leider konnte er sich keine gute Position danach sichern und es ging jetzt im Stand weiter. Ja, die Kopfkontrolle wieder hier zu sehen vom Thorsten. Er probiert dadurch jetzt eine vorteilhafte Situation für sich rauszuholen. Mal schauen, ob es funktioniert. Sein Gegner drückt immer eifrig, greift den Körper, probiert eventuell vielleicht dadurch näher ranzukommen, um vielleicht mit einem Legtrip oder ähnliches ihn auf den Boden zu bekommen. Ja. Wieder sehr tief geshootet, aber wieder sehr früh angedeutet. Auf jeden Fall. Und hat aber über diesen Shoot natürlich den Punkt abgegeben, weil er am Ende in der Guard gelandet ist und somit den Takedown-Punkt abgegeben hat.
Ja, schön gemacht vom Thorsten, einfach gekontert, gedreht und sich dadurch den Punkt geholt. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwer, also im reinen Grappling oder im reinen Ring kann man halt auch nicht von so weit außen schießen. Also man sollte meiner Meinung nach probieren, vorher den Gegner anzureißen oder auf irgendeine falsche Fährte zu locken und dann zu schießen. Einfach nur von außen rein hüpfen, springen, das wird selten. Das wird nicht mehr, ja. Das ging vielleicht vor einigen Jahren noch bei uns im Grappling, aber heute funktioniert es nicht mehr. Da sind die Leute mittlerweile auch ringerisch zu versiert. Und entweder, wenn ich aus der Distanz komme, muss ich wenigstens eine Finte haben, wo ich über ein Bein antäusche und dann das andere angreife. Oder ich muss halt nah genug sein und Körperkontakt haben und mir die Arme aus dem Weg schaffen können, um dann den Angriff einleiten zu können. Ja, ja, jetzt nochmal kurz auf den Matchverlauf, um darauf einzugehen. Philipp hat gerade massiv gedrückt, sah aus wie ein LKW-Schieber, kann man glaube ich so sagen, und hat es tatsächlich geschafft, den Thorsten da nochmal in die prekäre Situation zu bringen, dass er rückwärts dann eben sich doch ergeben musste. Er steht hier 1:1 gerade. Jetzt ist der Philipp von Panterei Luta Livre oben und ja, mal schauen, ob das vielleicht noch ein bisschen Spannung damit reinbringt, weil es steht 1:1 und wir haben noch knapp 2 Minuten auf der Uhr. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem bei diesem Ergebnis wären auch die folgenden Kämpfe natürlich sehr spannend, weil um selbst einen Unentschieden noch erlangen zu können, müssen die Combat Cologne Jungs alle Kämpfe über Submission gewinnen. Jedoch sind natürlich in den schwereren Gewichtsklassen die Leistungsträger des Combat Clubs zu finden. Ja. Ja, herausgepowert jetzt vom Thorsten. Die Zuschauer klatschen, seine Teamkameraden feuern die nochmal an. Also kräftemäßig geht es hier ordentlich zur Sache. Ich bin gespannt, ob die letzte Minute jetzt noch so weitergehen kann, weil die Jungs haben wirklich viel Kraft gelassen. Mal schauen, wie die Kondition damit macht. Ja, wird sich jetzt zeigen. Sie haben sich jetzt beide im Headlock. Und wieder ein von sehr weit eingesetzter Doppelbeinangriff. Der Choke-Versuch jetzt von oben, er greift von unten drunter. Er hat nicht funktioniert. Aber der hat den Thorsten sehr viel Kraft gekostet. Man sieht, dass der Thorsten jetzt über diesen Guillotine-Versuch unheimlich viel Substanz eingebüßt hat und er ziemlich am Pumpen ist. Und eben steigt die Stimmung hier, weil natürlich die Leute von Panterei wissen, wenn sie diesen Kampf gewinnen, dann haben sie auch den absoluten Gruppensieg eingefahren, weil dann gibt es keine Chance. Dann sind sie nicht mehr einzuholen. Genau. Dann gibt es keine Chance mehr für den Combat Club, dieses Match nochmal zu drehen. Und dann sind sie auch die unangefochtene Nummer 1 in ihrer Division. Und das als Einsteigerteam sehr beeindruckend, wirklich. Ja, mit eigentlich auch einer großen Konkurrenz in ihrer Gruppe. Ja. Kann man so sagen, kann man so stehen lassen. Die letzten Sekunden laufen jetzt, der Guillotine-Choke wahrscheinlich, er lässt sich mal schauen. Nein, er greift nochmal um. Also hier will er wirklich keinen Punkt mehr verlieren. Und da passiert es doch. Und da ist es passiert. Bei dem Guillotine-Choke-Versuch hat er den Takedown abgegeben, Thorsten. Und eben fliegt auch, ist die Zeit abgelaufen. Und somit geht das Match nach Punkten an Panterei Luta Livre. Und Panterei Luta Livre gewinnt auch hiermit diese Begegnung. Die zwei Kämpfe ausstehen. Genau, die Tabellenführung wird erhalten durch diesen Sieg und der Thorsten regt sich dann am Ende natürlich nochmal auf. Es stand auf Messerschneide, aber in dem Fall könnte entweder die Kondition oder wirklich dieser Versuch dieser Guillotine der Fehler gewesen sein, das doch noch zu drehen. Aber das Risiko ist er eingegangen, er hätte eventuell damit selbst gewinnen können. So ist das halt im Grappling. Genau. Hätte er jetzt die Guillotine bekommen, hätte er natürlich sein Team in einer sehr viel bessere Situation schaffen können. Hätte, wäre, sollte. Toller Kampf von beiden Athleten. Auf jeden Fall, ja. So, jetzt wird's wieder interessant. Max Schwind hier für den Combat Club im weiß-grauen Oberteil und Andreas Gülke hier für Panterei Luta Livre mit dem freien Oberkörper. Ja, und da haben wir wieder den Max Schmidt, unseren ehemaligen Junioren-Weltmeister im Ring, der natürlich mit einem wahnsinn soliden, sondern spektakulären Stand aufwarten kann. Jetzt schauen wir mal, wie der Andreas sich
gegen ihn schlägt und wie er versuchen wird, ihm hier Paroli zu bieten. Ja? Und da hat er natürlich auch wieder sich den Takedown-Punkt äußerst spielerisch gesichert. Also das ist ja wirklich, So, Franco De Leonardis meckert jetzt gerade hier rum mit seinem Co-Kommentator Daniel Ackermann, der sich den Kampf anguckt, aber scheinbar möchte Franco mehr Aufmerksamkeit. So ist es halt, er steht unter Strom, genauso wie die Kämpfer, da ist natürlich viel Druck. Für den Combat Club muss man jetzt sagen, ist diese Partie so oder so beendet, da Panterei ja nach Punkten sowieso vorne liegt. Nichtsdestotrotz geht es wie immer um Ehre und Stolz und Max Schwind kämpft um einen Sieg für sein Team hier einzubringen. Probiert die Guards passieren, allerdings bekommt er sein Bein, hat er einen Haken an sein Bein gemacht. Dadurch ist es in dem Moment nicht möglich für ihn zu passieren. Ich bin hier gerade ein bisschen abgelenkt, weil mein Kollege sich ja immer noch mit Franco De Leonardis am Zoffen ist über wilde Gestiken, die ich jetzt nicht nachmachen möchte. Ja, wir brauchen das manchmal, um uns ein bisschen zu motivieren. Ja. Auch bei uns geht es manchmal heiß her. Ja. Nicht nur auf der Matte, sondern eben auch außerhalb. Abends im Hotelzimmer. So, Andreas Sölke von unten versucht sich irgendwie zu befreien oder eventuell eine Submission anzusetzen. Noch sieht es nicht danach aus. Er drückt links an der Hüfte mit den Beinen, versucht ein bisschen Space, wie der Engländer sagen würde, aufzubauen. Ein bisschen Platz, um eben eine Aktion zu bringen, aber noch scheint es nicht dazu zu kommen. Ja, dafür ist der Max natürlich in seiner Basis viel zu stabil. Ihn da aus der Basis raus zu bewegen, ist wahnsinnig schwer. Ja, wenig Action, wenige Aktion in diesem Fall. Franco De Leonardis hebt die Jungs wieder auf. Jetzt geht es im Stand weiter. Max Schwind führt gerade 1-0. Er lässt es locker angehen, wie man sieht. Er lässt seinen Gegner kommen und will ihn dahingehend scheinbar auskontern. Ja, er tut sich natürlich ein bisschen schwer damit, auf Submission zu kämpfen. Und versucht halt seine Kämpfe über Punkte heimzufahren. Im Stand kann ihm da natürlich auch nahezu niemand nur annähernd Paroli bieten. Er führt 1-0 und die Ringer sind ja allgemein sehr gute Taktiker. Er lässt sich da jetzt gar nicht mehr aus der Ruhe zu bringen und baut seinen Kampf mit sehr viel Geschick auf und wird wahrscheinlich, sobald es sich ihm die Möglichkeit bietet, noch 1-2 Takedowns holen oder den Kampf so heimfahren mit einer 1-0-Wertung. Ja, wieder zu wenig Action hier. Verwarnung an beide Kämpfer vom Ringrichter. An dieser Stelle vielleicht mal die Frage, die sich manche Zuschauer stellen. Gerade hat man gesehen, dass der Andreas sich hat fallen lassen, robbte auf seinen Gegner zu in der Hoffnung, dass der, mitmacht. Der hatte kein Interesse daran. Nichtsdestotrotz die Frage, wenn man das macht und der Gegner sich einfach auf dich wirft, drauflegt, das ist ja wieder ein geschenkter Punkt. Genau, das wäre der Guardpull und damit würde er einen Punkt abgeben. Also wenn man eben weiß, dass man im Stand gegen jemanden unterlegen ist, sollte man eben so früh es geht die Guard pullen. Man gibt zwar da einen Punkt ab, hat er dafür eben die Möglichkeit, wenn man eben am Boden sehr stark ist, von seinem Rücken aus zu kämpfen und eventuell das Ding am Boden eben nach Hause zu fahren. Ne? Genau, Mario Stapel erklärt nochmal den Sinn dieser Aktion. Im MMA kann man es dann leichter machen, man wird eben in dem Fall nicht nach Punkten bestraft. So, jetzt versucht das wieder, wie man sieht, er lässt sich fallen. Das gibt auch den Guard-Pull. 2-0 für Max Schwind vom Combat Club Cologne Bonn. Ja, ein Arbeitssieg, muss man dazu einfach sagen. Ja, naja, weiß nicht, ob er da wirklich viel Arbeit reingesteckt hat, aber ja. Das Nötigste getan, die Punkte geholt. Und das Nötigste. Genau. So, jetzt gehen wir auf die letzte Begegnung dieser beiden Teams zu.
wird sehr interessant. Das ist Mehmet Yüksel, der eigentlich natürlich bis 85, 90 Kilo eigentlich kämpft, der heute im Schwergewicht antritt und hier auch den unheimlich starken Hatef Moeli antrifft, der körperlich ihm sehr überlegen ist. Jetzt schauen wir mal, wie der Yüksel sich schlägt, weil er eigentlich ein schöner Techniker ist, ringerisch gut ausgebildet, auch grappling-technisch braucht er sich nicht verstecken. Und ein sehr gut trainierter Athlet, der immer was zu zeigen hat. Jedoch ist sein Gegner ihm physisch sehr überlegen. Ja, den hatten wir gerade schon gesehen, den Hatef. Sehr, sehr starker Mann, wie du schon sagst. Optisch beeindruckend jetzt, besonders im Vergleich zu seinem Gegner. Jetzt sieht man es gleich, wenn sie voreinander stehen. Da darf man wirklich gespannt sein, ob hier eventuell die Technik über die Masse siegt am Ende oder ob eben die Kraft dominiert. Ja, ich habe den Yüksel schon öfter mal gegen wirklich viel schwerere Gegner kämpfen sehen. Da konnte er sich jedes Mal äußerst gut schlagen. Er hat einen sehr großen Kampfgeist und sehr viel Herz. Ja, also er wird sich hier seine Haut nicht billig verkaufen. Das steht schon mal fest. So, wie man sieht, der Mehmet Yüksel, der beweglichere Mann, schwirrt schon fast wie eine Biene um seinen großen Gegner herum, versucht ihn irgendwie zu einem Fehler zu bewegen. Ja, und beide sind auf der Suche nach ihrer Griffart. Auch der schwere Mann hat gemerkt, dass es hier mit jemandem zu tun hat, der sein Handwerk versteht. Und er versucht nicht, ihn zu überrennen und mit einer ungestümen Aktion den vorzeitigen Punkt zu bekommen, sondern fängt auch an, sehr technisch mit ihm zu ringen. Und beide, wie gesagt, auf der Suche nach ihrer Griffart. Der hat versucht, den Underhook zu holen. Und der Yüksel versucht, die Armklammer zu sichern. Und hat einen schönen Hammergriff. Der Hatef und zieht sich die eine Seite auf. Und der Mehmet taucht zum Bein. Da hat er ihn, fast schon mit einer Finte gekriegt, ja. aber schön reagiert vom Hatef. Der Hatef ist ringerisch sehr stark, wie man sieht. Aber der Yüksel hat sich wieder rausgekämpft aus dem Sprawl. Sehr schön anzuschauen, das Match, muss man wirklich sagen. Und dann da sieht man auch die tatsächliche Klasse des Hatef, dass er sich mit so einem leichten Mann so schnell mitbewegt, ist schon erstaunlich. Ja, beide taktieren natürlich sehr, sehr schön. Also Khaled probiert natürlich seine körperliche Überlegenheit auszuspielen, während Mehmet hier wirklich, wie du schon gesagt hast, um seinen Gegner rumschwirrt, probiert ihn in eine Finte zu locken und dadurch zum Takedown zu bringen. Hat es natürlich schwer, aber macht es sehr schön, aber hier muss er jetzt einen Punkt abgeben. So, der Punkt, wie du gerade schon sagst, für Team Rot, in diesem Fall Combat Club. Ja, viel Kraft, wie gerade schon erwähnt, er liegt jetzt oben drauf. Ist natürlich schwer für Mehmet, sich jetzt von unten sehr zu befreien. Gerade da Khaled offensichtlich aus dem Ringer-Background kommt, wird er natürlich auch wissen, wie man sich positioniert. Also wird seine Kraft eben nicht falsch einsetzen, sondern wird sie punktgenau auf den Gegner bringen. Das ist natürlich gerade bei einer körperlichen Unterlegenheit nochmal doppelt so schwer. Es ist so schon schwer genug, da rauszukommen. Dann noch mit einem Gegner, der mehr wiegt als man selbst. Das ist natürlich dann 20 Kilo Unterschied, die hier vorliegen. Wow, super schön. Mal sehen, ob er es schafft, ihm in den Rücken zu steigen. Ja? Traut er sich, ihm in den Rücken zu springen? Mal sehen, also der Hatef bewegt sich gerade in Richtung Ausgang, wenn man das so sagen kann, um jetzt nochmal restartet zu werden. Ja, das war. Wird Mottenflucht bei euch nicht bestraft? Ich finde, wenn man so offensichtlich rausrennt, sollte das eigentlich. Ja. So, Franco deutet es an und da gibt es den Punktabzug. Da hat er wirklich den, genau, weil da
die Mattenflucht jetzt war wirklich einfach nur deswegen, um eben den Punkt nicht noch abzugeben. Ja, und ich meine, es bestand die Gefahr, dass der Mehmet ihm in den Rücken steigt. Und ja, dann hätte es eng werden können, so einen agilen Mann aus dem Rücken rauszubekommen, ist nicht einfach, ja. Besonders wenn die Punkte flöten gehen, also ja, da gibt man wahrscheinlich lieber diesen einen Punkt ab, taktisch gemacht. Nichtsdestotrotz steht es gerade 1-1. Genau, 1-1, der Kampf bleibt weiterhin offen. Wirklich schön anzusehen, wie die Ball. Ja, wirklich schönes Duell. Also. Auch wirklich nicht langsam, gerade für die Gewichtsklasse. Also. Oh, da gelingt ihm nochmal ein schöner Shoot. Double Leg zieht er den Gegner runter. Aber es gibt jetzt keine die Frage, Punkte. Genau, das wäre jetzt die Frage gewesen, ob das noch innerhalb des. Doch, er hat die Punkte gegeben. Franco hat die Punkte okay, gegeben. Okay, war gerade noch innerhalb der Matte scheinbar laut Referee und der gibt die Punkte, steht damit 2-1 für den Combat Club Cologne Bonn für Halif Moel. So, die Teamkollegen deuten ihm gerade an, Spiel auf Zeit, warte ab, kontrolliere ihn, du liegst vorne, ist nicht mehr lang. Weil ich will hier Mehmet nicht in sein Handwerk reden, er macht ein wirklich schönes Spiel. Allerdings, oh, hier nochmal ein Armhebelansatz, aber die Zeit ist leider schon um. Jetzt hat er ihn im Armbar gehabt, er hätte vielleicht sogar den Kampf noch durch Submission beenden können, aber da war leider die Zeit abgelaufen. Also das war, einmal mehr hat der Mehmet mich, der Yüksel mich wirklich beeindruckt. Das ist ein schöner Kämpfer, schön dynamisch und wirklich. So, jetzt gibt es noch eine leichte Kontroverse. Die Teams fragen gerade, die Teamkapitäne fragen gerade, was hier los ist. Was 2-1 endet es für den Combat Club Cologne. 2-1 für den. Also kurze Kontroverse hier, weil noch gefragt wurde, wie das ausschaut mit diesem Punkt, der außerhalb der Mattenfläche eben zustande kam. Laut einigen Teammitgliedern von Panterai, Luta Livre. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, wie wir es am Anfang gesagt haben, 2-1 für den Combat Club. Und damit gewinnt Halif Moel. Trotzdem innerhalb dieses Matches vom Combat Club und Panterai gewinnt diese Begegnung. Vielen Dank, wir sehen uns gleich wieder.